Sie wurde regelrecht zu Tode vergewaltigt. So kann man das Schicksal der 20-jährigen Samantha zusammenfassen. Wann ist das Ganze passiert? In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni letzten Jahres haben zwei junge Männer diese junge Frau schwer misshandelt. Dabei sollen sie nicht nur mit ihren Körperteilen vorgegangen sein, sondern haben auch Gegenstände verwendet und sie penetriert, wie mit einer Bierflasche oder einer über 30 cm langen Antenne. Bei den zwei jungen Männern, da handelt es sich beim einen um einen 25-jährigen jungen Wiener. Er ist der Erstangeklagte. In seiner Wohnung hat sich das Ganze abgespielt. Bei dem Zweitangeklagten, das ist ein 30-jähriger Wiener und er wird vertreten vom Rechtsanwalt Dr. Abacher Stöger. Er hat bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt. Aber sein jüngerer Komplize, der 25-Jährige, der Erstangeklagte, er will mit der abscheulichen Tat selbst nichts zu tun haben. Und das hat er auch immer wieder während seiner Befragung beim ersten Prozesstag immer wieder betont. Die Staatsanwaltschaft hat ihn zum Beispiel befragt, wie es sein kann, dass das Vaginalsekret auf seine Hand gekommen ist. Das hat die Spurensicherung festgestellt und er hat sich das so erklärt, dass er den Boden aufgewischt hat und es so das Vaginalsekret auf seine Hand übertragen haben muss. Der junge 25-jährige Erstangeklagte, er soll auch die Rettung gerufen haben, aber nicht für seine blutende Freundin, sondern für sich selbst, weil er mit seinem Fuß auf einer Glasscheibe getreten ist und sich dadurch verletzt hat. Auf die Frage hin, wieso er den Einsatzkräften nicht gesagt hat, dass oben seine stark blutende Freundin liegt, meinte er nur, er hat seinem Kumpel, seinem Freund vertraut, der ja gesagt hat, es gehe ihr wieder besser. Ja, der 25-Jährige, er beschreitet vehement jegliche Beteiligung an dieser Tat und er hat auch gemeint, aufgrund seiner Nervenkrankheit kann er diese Tat gar nicht ausgeübt haben. Er ist körperlich dazu gar nicht fähig. Ob diese Verteidigungsstrategie aufgeht, das werden wir am Donnerstag erfahren. Naja, eine Erklärung für das Verhalten meines Mandanten, der ja jegliche Mitschuld bestreitet. Also er war an den Tathandlungen selbst nicht beteiligt, aber offensichtlich war er paralysiert, irgendwie in den Sog des Bösen geraten. Und ich erwarte mir schon Aufschluss auch in den Ausführungen des Psychiaters, des Gerichtspsychiaters. Es gibt ja bereits ein psychiatrisches Gutachten, das von einer Persönlichkeitsstörung spricht, aber keiner aggressiven, explosiven, bösartigen, sondern er ist ein dependenter Mensch, also sprich ein sehr schwacher Mensch, ein sehr schüchterner, einer, der sich offensichtlich dem Sog des Bösen, das eben hier ausgegangen ist, vom Zweitangeklagten nicht entziehen konnte. Die Staatsanwaltschaft spricht auch von einem Vaginalsekret, das in seiner Faust gefunden wurde. Wie erklärt er das? Naja, man muss schon dazu sagen, es war ja seine Freundin, nicht? Das, was hier geschehen ist, es ist seine Freundin gewesen und der Zweitangeklagte hat praktisch in seiner Wohnung, den hat er gratis dort wohnen lassen und der hat seine Freundin vergewaltigt. Aber dass natürlich mein Mandant sozusagen Geschlechtsverkehr mit ihr hatte, einvernehmlich, ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches, aber er bestreitet eben die Vergewaltigung. Aber er hat doch auch von einer Nervenkrankheit geredet, dass seine Fingermuskulatur irgendwie, also so wie ich es verstehe, er kann mit seinen Fingern ja nicht wirklich was machen. Es rutscht ihm alles aus. Naja, es ist so, dass die Tathandlungen, die ihm vorgeworfen werden, in dieser Form aufgrund der Nervenerkrankung, die er hat, vielleicht nimmt der Professor Hoffmann jetzt Stellung dazu, nicht begangen worden sein konnten. Nichtsdestotrotz, er ist ja nicht 100% behindert, er war ja auch berufstätig, ja, als Verkäufer. Aber er kann also bei der Muskelkraft ist er eingeschränkt. So ganz kraftvolle Handlungen kann er aufgrund seiner Nervenkrankheit nicht begehen. Was kommt in den Verfahren auf ihn zu? Er wird aussagen, er wird ein umfassendes und reumütiges Geständnis ablegen und dann müssen wir schauen, was die Geschworenen und was die Berufsrichter miteinander für eine Strafe finden. Ich gehe auf alle Fälle von einem Schuldspruch aus und die Strafe werden alle miteinander dann finden für meinen Mandanten. Erhoffen Sie sich dazu, weil er sich dazu schuldig bekannt hat, also Ihr Mandant, auf eine mildere Strafe? Auf alle Fälle, er hat nämlich den
einer der wichtigsten Milderungsgründe, das reumütige Geständnis und den Beitrag zur Wahrheitsfindung. Und das, finde ich, muss honoriert werden. Und wie steht es mit psychischen Gutachten? Liegt das bei Ihrem Mandanten auch vor? Selbstverständlich. Also, dass er die Einweisung bekommt in eine Anstalt, das ist ihm klar. Und er braucht auch die Hilfe, sagt er selber.